Freunde des guten Geschmacks. Nachdem ich in meinem letzten Video so viele Gedanken und Emotionen versucht habe zu verarbeiten, was den The Batman-Film angeht, habe ich euch jetzt hier die Figur mal mitgebracht, um sie auch auszupacken, nicht nur um sie im Bild stehen zu haben. Die kommt von McFarlane Toys und ist aus der Gold Label Collection. Ist ein wunderbares Stück. Generell finde ich, macht Todd McFarlane gute Figuren. Vor allen Dingen auch preislich sind sie top. Weil wenn man dann so guckt, was Hasbro so treibt, was die Preisentwicklung angeht bei Marvel Legends und Black Series Figuren, finde ich, ist Todd da leider auf einem viel besseren Weg. Er hat nur leider von Warner Bros. Jetzt diese keine Knarren-Politik abbekommen. Ist jetzt für eine Batman-Figur nicht schlimm, aber ja, für so ein paar andere ist es natürlich nicht so geil. Hier haben wir allerdings jetzt eine rot-schwarze Figur. Diese orientiert sich selbst am Robert Pattinson Filmlook, aber man hat es gemacht wegen einem Plakatmotiv, was Jim Lee erstellt hat. Ist es nicht schön? Und auch die Box schreit einfach The Batman und Coolness. Ja? Also hier finde ich das alles sehr gelungen und haben mir gedacht, wir schauen uns das gute Stück jetzt mal ein bisschen an. Ihr wisst ja, ich habe gesagt so, ja, in meinem Video ist es ein bisschen schade, dass jetzt der Look ein bisschen wieder in Richtung Rüstung geht und nicht mehr so ein smoother Einteiler ist wie bei Ben Affleck Batman. Das heißt aber nicht, dass dieses Outfit jetzt in irgendeiner Art und Weise schlecht wäre. Tatsächlich gefällt es mir ein bisschen besser als das, was Christian Bale als zweites hatte. Also bei The Dark Knight hat er am Anfang ja noch seinen Batman Begins Suit, wechselt dann zu diesem einzelnen Plattenanzug, der jetzt nicht ganz so gut schützt, aber der ihm ermöglicht, halt seinen Kopf zu bewegen. So. Fand ich anfangs ein bisschen too much. Aber letztlich hat es ja dann doch alles gerockt bei diesem Film. Ne? So, und jetzt hier der Look, der gefällt mir auch sehr gut. Ich finde halt auch die Matte, also man sieht halt, dass das alles irgendwie ein bisschen selber zusammengefrickelt hat, der gute Bruce Wayne. Und auch die Maske sieht selbst vernäht und hergestellt aus. Das ist auch schon mal wunderbar und fein. Ach, die ist echt ein bisschen schwer. Okay, ich habe es nicht kaputt gemacht, das ist schon mal sehr gut. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Also die Figur hat natürlich immer noch eine schöne Hintergrundpackung. Und ja, ich glaube zum Ausstellen hat man dann noch hier so ein schönes Stadtszenario. Oder das Filmlogo. Das ist ja schon mal sehr geil. Ja, lege ich mal jetzt erstmal. Warte mal, Stadt. So, okay. Legen wir es hier hin. Ja. Wie immer, die Figur ist bei Todd McFarlane immer in so ein bisschen Plastik eingehüllt. Oh, da hinten ist auch geil. Da haben wir noch mehr Stadtszenario. Und da ist ein Sockel eingeschweißt. Und wir haben da noch so zwei Kunststoffpins. Ich weiß nur noch nicht genau, was ich damit mache. Und dann seht ihr hier so eine Sammelkarte. Ja, ja. Da sind meistens Sammelkarten oder eigentlich bei jeder Todd McFarlane DC Multiverse Figur so eine Sammelkarte dabei. Ups, jetzt einfach umgekippt. Das ist jetzt cool, dass sie halt in dem Artwork von Jim Lee auch gehalten ist. Da muss ich den Bengel hier nochmal lösen. Und das Witzige ist, es gibt halt. Gibt es hier Gelenke? Naja, okay, das sehe ich jetzt gleich. Also ich finde das richtig cool, dieses Schwarz-Rot. Gefällt mir ungemein. Okay, das kriege ich noch aufgeschnitten, weil es ist ein Draht zum Aufdrehen. Holla die Waldfee, ey. So. Dann fummeln wir den raus. Mit Gewalt. Okay. Also das war jetzt ein bisschen schwer. Okay. Man kann ihn nicht so hinstellen. Man braucht scheinbar den Sockel. Also legen wir dem guten Batman erstmal was hin. Ja, ich versuche das jetzt mal alles flott
mit einem Cuttermesser irgendwie zu lösen. Okay, da haben wir den Sockel. Gucken wir uns den schon mal an. Der ist relativ stabil. Das sind halt einfach nur Pflastersteine. Dann dieses coole Gesicht hier. Also das ist schon mal gut gemacht von diesem Gargoyle. Ja, ich probiere dann jetzt mal eben das hier zu befestigen. So. Da haben wir so ein Pack da. Ein anderer an dem Fuß. Muss ich das noch zum Halten kriegen. Ja. Und dann steht er da. Der Batman. So, man hat hier wunderbar einfach die roten Akzente gesetzt. Also das hätte auch eine echt geile Schwarz-Weiß-Figur sein können irgendwie. Aber so ist es natürlich auch nicht schlecht. Also ich muss mir den auch mal... Ja, von hinten ist er ganz schwarz. Der Hummachen ist auch schwarz. Aber man hat halt hier trotzdem wunderbar diese Farben eingearbeitet. Schaut es euch mal an. Um ihn eben an diesen Jim Lee-Look heranzukriegen. Ja? Mittlerweile gibt es den, glaube ich, auch zum Bestellen in einem bunteren Ton. Also was heißt bunter, aber passender zum Film einfach. So, ich guck mal eben, was das hier ist. Hier sind zwei so Klemmerchen. Klemmerchen, die ich jetzt zuordnen kann. Das sind quasi Buchstützen. Oh Leute, was ist nur los? So, dann haben wir das hier, das Batman-Logo. Dann kann man den dann halt so davor displayen. Ja, also dann könntet ihr den so dahinstellen. Oder noch schicker, tada, ja. Also ich halte das euch mal eben ein bisschen näher vor die Kamera. So, ihr könntet den so hinstellen und dann das Teil dahinter irgendwie. Wisst ihr? So. Oder so rum. Da sind euch keine Grenzen gesetzt. Aber ich sag mal, der ist echt schwer. Das Sculpting ist schön. Die roten Akzente, habt ihr gesehen, die sind echt alle gut. Auch hier hinten am Kragen. Ja, einfach so Kleinigkeiten. Wenn man das dann halt auch noch vielleicht mit so einem entsprechend roten Lämpchen aus... Das klingt zwar als so ein bisschen nach Puff, aber wenn man das so ausleuchten würde. Meine Herren. Das könnte doch herrlich aussehen. Also ich finde ihn sehr gut. Ich gucke jetzt mal, ob ich sagen kann... Ja, also das sieht auch ein bisschen aus wie Robert Pattinsons Kieferpartie innerhalb dieses Kostüms. Ja, cool finde ich, dass das halt auch alles so... Ja, insgesamt die Schulterplatten sehen halt ein bisschen glatt aus. Man sieht die Struktur am Gewebe des, ja, ich sag mal, unteren Kostümteils, bei den Handschuhen, da wo keine Panzerung ist und so weiter, dass da eigentlich Gewebe sein soll. Das finde ich sehr gut. Auch so kleine Details wie hier Schlüsselanhänger und die Taschen, die hat man echt wunderbar gemacht. Also man sieht hier eine wunderbare Sculpting-Arbeit. Das muss ich jetzt hier mal an dieser Stelle hervorheben. Da ist echt alles gut gelaufen. So. Also, wenn ihr hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, die Platten sind halt sehr glatt und der Rest ist einfach ein bisschen strukturierter geworden. Ich komme mal näher. So. Die Schulterpartie ist halt wirklich wunderbar glatt. Und hier die Panzerung auch am Gauntlet. Oder ja, das ist cool. Und dann hier auf den Ärmen, ja, der Fokus kriegt es nicht so richtig. Da sehen wir dann hier Struktur. Ich denke, das erkennt ihr, wenn das Licht jetzt hier drauf fällt. Oder auch hier die Nähte der Maske drumherum. Das ist schon echt sehr gut gemacht. Und wie gesagt, das ist auch eindeutig ein Robert Pattinson-Gesicht.
Da kann man nicht meckern. Das hat Dortmund Farling wieder mal sehr gut hinbekommen. Ich glaube, die neue Startuhr, die verfügt allerdings auch über ein Battering dabei. So. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Ticken cooler. Und ich bin echt froh, dass ich das Ding hier bei Mighty Underground bestellt habe, weil es einfach eine wunderbare Figur ist. Also ich hab hier gerade richtig Freude, muss ich euch sagen. Kann man das auch hier reinstellen? Na, ist das klein, groß genug? Ach, guck an. So, jetzt hätte ich hier noch mehr Kulisse. Ist das nicht super? Ja, Spaß mit Kartons. Wenn ihr eine Top-Neck-Figuren kauft, habt ihr auch auf jeden Fall. Das ist doch geil. Da kann man doch nicht meckern. Ne? Also, ran an den Speck, liebe Leute. Das ist eine wirklich schicke Figur geworden. Und ja, ich bin auch froh, dass es direkt so coolen Merch für den Film gibt, weil für Justice League und die Suicide Squad gab es sowas ja nicht auf Anhieb. Ja, da hat es ja ein bisschen gedauert, bis wir da was Schickes hatten. Also die Figuren sind mega gut geworden, aber wir haben jetzt hier nicht so Statuen, die man sich dann einfach hinstellen kann. Also das ist wirklich auch kein Spielzeug mehr, das ist ein echt geiles Sammelobjekt, was ein bisschen weiter nach oben ins Regal gehört, so wie der Kopf hier nach unten geneigt ist. Und dann ist das ja wirklich eine wunderbare Figur. Ja, ich finde es ja geil, wie das Rot dann hier kommt auf einmal. Also, wie findet ihr den? Ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich hoffe, man hat jetzt auch ein bisschen mehr von ihm gesehen, irgendwie. Natürlich mit dem ganzen Schwarz und so weiter nicht so geil vom Hintergrund her. So, ein bisschen mehr, ja. Erzählt mir aber gerne, wie ihr ihn fandet und auch wie ihr den Film fandet, wenn ihr mein anderes Video mit meinen Gedanken zu den Kritiken oder meiner Kritik gesehen habt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit, bleibt gesund und ja, vor allen Dingen passt auf euch auf und auf alle, die ihr gern habt. Ciao.